Alpha Özdoğan vom Gemeinschaftszentrum der Kurdinnen in Hannover ist mir heute zugeschaltet. Wir sprechen über Kriegsverbrechen im Nordirak bzw. in Südkurdistan und über ihren Aktivismus in Hannover. Guten Tag, Frau Özdoğan. Hallo. Vorneweg, Sie sprechen von Kurdistan. Warum denn? Ich glaube, es ist wichtig, von Kurdistan zu sprechen. Wir sprechen von einer Region, die besetzt ist seit 100 Jahren fast schon. In allen vier Teilen von Kurdistan leben Kurdinnen. Die Bevölkerung ist mehrheitlich kurdisch, sei es jetzt im Osten der Türkei oder im Norden des Iraks oder im Nordosten von Syrien. Wenn dort Kurden leben, dann ist das Kurdistan auf jeden Fall. Und wir müssen das auch als solches benennen, als eine Region. Ja. Und was für Kriegsverbrechen werden in dieser Region verübt? Es ist sehr unterschiedlich. Also wir hatten 2014, 15 tatsächlich die Situation, dass es einen Genozid des IS gab. Der IS ist in Nordostsyrien einmarschiert, also in Rojava einmarschiert und in Schengal und hat dort ein Genozidverbrechen ausgeführt. Dann haben wir enorme Kriegsverbrechen in der Türkei. Die Türkei verbietet kurdische Parteien, verbietet die kurdische Sprache, hat in 2015, 2016 in den sogenannten Städtekriegen ganze Städte platt gemacht, betreibt dort Bevölkerungsaustausch. Wir sehen im Irak, sehen wir auch immer wieder islamistische Zellen, die auftauchen und vergessen die Kriegsverbrechen von Saddam Hussein, Giftgasangriffe, all das. Im Iran ist es auch so, tagtäglich werden Kurdinnen und Kurden erhängt und mit dem Tod bestraft. Und all das, es sind tatsächlich Kriegsverbrechen, die dort stattfinden, Kriegsverbrechen gegen ein Volk, die Kurden. Sie werfen den NATO-Partnern der Türkei vor, zu schweigen. Was wäre denn eine angemessene Reaktion auf diese Kriegsverbrechen? Eine angemessene Reaktion wären vielleicht Sanktionen oder einfach die Beendigung von oder Aussetzung von wirtschaftlichen Beziehungen und auch NATO-Beziehungen. Die Bundesregierung hat nie aufgehört, Waffen und Munition an die Türkei zu liefern und hat nie aufgehört, oder die Firmen aus Deutschland haben nie aufgehört, in der Türkei zum Beispiel zu produzieren. Und das gilt nicht nur für Deutschland, sondern für die gesamte EU, auch die UK, auch Frankreich, auch Spanien exportieren ja dahin. Und ich denke aber, dass wir auf jeden Fall natürlich wirtschaftlich, aber auch politisch sehr viel Druck machen können oder die EU auf jeden Fall Druck machen könnte. Vor allem hinsichtlich der immer noch stattfindenden Verhandlungen mit der Türkei selbst. In der Vorweihnachtszeit wollen viele BürgerInnen andere Menschen unterstützen. Kann man denn in die betroffenen Regionen spenden oder kann man anders unterstützen? Auf jeden Fall. Also es gibt viele Organisationen. Also es gibt eine Sache, die muss ich jetzt nochmal ansprechen. Aufgrund der Tatsache, dass die Regionalregierung in Nordostsyrien international nicht anerkannt ist, ist es schwierig, dass dort internationale Hilfsorganisationen sich stationieren. Wenn es Hilfsorganisationen gibt, dann sind diese meistens in von der Türkei kontrollierten Regionen oder Städten, wie zum Beispiel Afrin und so, wo halt wirklich ein enormer Bevölkerungsaustausch stattgefunden hat. Man hat die dortige Bevölkerung vertrieben und IslamistInnen dann quasi dort installiert. Aber es gibt sehr viele kurdische Organisationen, ganz, ganz groß hier, Heyvasur, der kurdische Rote Halbmond, der immer wieder Spenden sammelt und dazu aufruft. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Özdoğan vom kurdischen Gemeinschaftszentrum in Hannover, für Ihre Informationen und die Einschätzung. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank.